Von den Mängelriesen jetzt nach Polen. In die abgelegene Wildnis. Hier ist keine Menschenseele. Perfekte Bedingungen für ein extremes Abenteuer. Wie schlagen sich SUVs im harten Gelände? Cindy und Matthias probieren's aus und fahren mit Autos, die sonst nur in der Stadt unterwegs sind. Eine wirklich krasse Offroad-Tour. Da, Cindy. Das sieht so aus, als müssten wir hier durch den Fluss. Gas, 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 Gas! Oh, 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 ganz, 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 ganz knapp. 100 Kilometer durch Polen. 2 Tage grobes Gelände ohne einen einzigen Zentimeter Asphalt. Und die SUVs könnten unterschiedlicher kaum sein. Der günstigste gegen die Premium-Klasse. Ist der teure wirklich so viel besser? Wird überhaupt einer durchkommen? Was sind die da uns aber richtig schönes Wetter ausgesucht? Oh, ich friere hier. Lass uns einfach losfahren. Ja, die Frage ist nur, wer fährt mit welchem Auto? Ja, und wie machen wir das dann? Ich hab da mal was vorbereitet, ne? Oh je, wirklich jetzt? Ich mische noch mal durch. Und du, weil du die Lady bist, darf ich wählen. Okay, gut. Zieh nur nicht den Falschen, ne? Ja, bitte, bitte. Du weißt gar nicht, wer der Richtige ist. Ja, aber ich will ein bisschen Komfort. Du weißt es nicht. Ich friere zu viel. Du würdest lieber den haben, oder? Ich denke schon, obwohl Gewicht ist schon ein bisschen schwerer. Okay, ich wünsche dir viel Glück. Ja, es geht, bitte. Yes. So, ich fahre mit dem Landi. Cindys Land Rover Discovery wiegt mit 2,6 Tonnen doppelt so viel wie der Duster und kostet fast 74.000 Euro. Dafür gibt's viel Komfort und zahlreiche Assistenzsysteme. Rover ist bekannt für Offroad. Wer fährt ein Duster im Offroad? Das ist gar nicht bekannt. Deswegen, ich denke einfach, die gesamte Pakete, die Erfahrung von Land Rover wird einfach ein großer Vorteil sein für mich. Matthias fährt den Duster. 10.700 Euro kostet die Basis. Mit Diesel und Allrad 17.000 Euro. Das Auto ist viel, viel leichter als der Landy. Ja, Geländereifen hat er genau die gleichen drauf. Ich glaube, was die Sperren anbetrifft, ist er ein bisschen dünner ausgestattet. Aber ich werde das durch Mut und einen Schuss Wahnsinn wieder wettmachen. Los geht's. Beide bekommen die GPS-Koordinaten der ersten Zwischenstation. Dort gibt's ein spektakuläres Rennen. Okidoki, so. Welcher City-Bomber wird die Offroad-Challenge bestehen? Beide starten mit Allradantrieb. Schon krass, wie man einfach am Gas geht und am Lenkrad ein bisschen lenken und dann schon kommt es übersteuern. Schon nach den ersten Kurven wird Matthias mit dem Dacia warm. Ah, mein Dusterchen, hä? Das machen wir schon. Oder auch nicht. Denn nach wenigen Minuten gibt's Probleme. Ey, ich glaube, ich habe nur Frontantrieb, ne? Glaube ich jetzt echt, ne? Und mit Frontantrieb hat man in diesem Gelände gar keine Chance. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Aha, bleib stecken, bleib. Wer ist am Kämpfen? Komm, du kommst weiter. Weiter. Nein. Matthias steckt fest. Ob er ohne Allradantrieb da jemals wieder rauskommt? Vielleicht mit Gefühl. Oh, krass. Nein, der hat das geschafft. Okay, gut, dann ist mein Turn. Gerade noch mal gut gegangen. Dem Landy bereitet das Schlammloch keine Probleme. Und wie geht's dem Dacia? So, also das waren jetzt die ersten 500 Meter ungefähr. Und man muss jetzt mal in mein Cockpit reingucken. Ich habe, festhalten, keinen Allradantrieb mehr. Hier dieses kleine Störungslämpchen sagt, okay, das ist irgendwie, da gibt es eine Störung, ja, dieses rote Teil. Und wenn ich jetzt hier mein Allrad auf Lock mache, auf 4WD, dann zeigt er mir an, jetzt ist er wieder da. 4WD, wir haben wieder Allrad. Los geht's. Ja, der war nur ein bisschen heiß. Der war nur ein bisschen heiß. Schnell weiter, solange alles funktioniert. Bis jetzt war es ja nur Kindergeburtstag. Das harte Gelände kommt erst noch. Oh, das ist aber rutschig hier. Oh, oh. Da bin ich stecken. Dann gehe ich ein bisschen rückwärts. Wo bleibt die? 2,6 Tonnen auf Reifen voller Schlamm. Ich drehe durch. Weg. Auf dem Feldweg hast du mich festgefahren. Nein, ich fahre jetzt zurück.
Ich bin noch nicht ganz fest. Ich bin geblieben. Warte noch. Die Lösung? Runter vom Weg, rauf aufs Feld. Hier hat der Landy mehr Grip. Geht doch. Oh, ich hab geschafft. Ich hab geschafft. Yes, ich hab geschafft. 100 Kilometer durch die polnische Wildnis. Durch Flüsse und steile Hänge hoch. Wer schlägt sich auf diesem Terrain besser? Alter Matthias, er gibt schon Gas, ey. Krass, mit seinem kleinen Duster da. Er sieht wie nix aus. Und fährt wie ein Großer. Doch auch Offroad-Neuling Cindy kommt überraschend gut zurecht. Dafür, dass die Cindy noch nie Offroad gefahren ist, fährt sie echt gut. Ich meine, die Frau weiß, wie man Auto fährt. Das ist eine Rennfahrerin. Und das kommt ihr im Gelände zugute. Mit 256 PS unterm Hintern geht's Richtung Zwischenstation. Der Dacia hat 109 PS und hält bis jetzt sehr gut mit. Mal schauen, ob das bei dieser Challenge so bleibt. So, hier ist die Karte. Okay, was haben wir jetzt? Vor euch seht ihr einen Rundkurs. Ihr fahrt nacheinander auf Zeit. Auf Zeit, okay, cool. Willst du anfangen? Ladies first? Nein, geh schon. Ich zuerst? Ja, ja. Du bist der Profi mit Offroad. Ich gucke mich das an. Der Rundkurs ist extrem rutschig. Dazu liegt er auf einem abschüssigen Feld. Wer ist hier im Vorteil? So, jetzt ist Rennstrecke, ist eigentlich meine Abteilung. Ich habe ein bisschen Angst. Also ich denke, ich habe jetzt schwierig, weil einfach mein Auto so schwer ist. Kann sein, dass mir das hier zugutekommt, dass mein Auto so leicht ist. Aber jetzt zu sagen, ja, das Ding fahre ich nach Hause, das traue ich mir nicht zu sagen. Okay, Matthias? Mhm. 3, 2, 1, go! Startfrei zum Offroad-Rennen. Matthias kommt gut weg. Doch schon in der zweiten Kurve. Was ist denn jetzt los? Ich denke, er hat verbremst. Oh, ja, er hat die Pylone mitgenommen, denke ich. Ups. Hallo? Das war nix. Matthias ist vom Kurs geflogen. Okay, das war ein Fahrfehler, auf jeden Fall. Der kommt zurück, aber die Zeit läuft natürlich. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen, sonst hat Cindy leicht das Spiel. 12,5 Sekunden braucht der Dacia übrigens von 0 auf 100. Auf diesem Kurs sind 60 km/h das höchste der Gefühle. Mehr geht nicht. Der Zieleinlauf. Hast du ein bisschen verbremst? Ein bisschen? Also die Pylone so mitgenommen. Okay, du hast verkackt, du weißt es aber. Hä? Ey, das ging, keine Ahnung, das ging gar nicht. 53, 59, das ist seine Zeit. Steig aus, parkier dein Auto, ich hole meine. Wer gewinnt das Rennen auf einem matschigen Rundkurs? Matthias hat im Duster 54 Sekunden vorgelegt. So, jetzt bin ich bereit. Bist du soweit? Bin soweit. Auf die Plätze, fertig, los. Der Landy ist doppelt so schwer wie der Duster. Cindy muss früher bremsen. Jetzt komme ich zu der Stelle. Dann lege ich neben dem Spur. So, easy, easy, easy. Zack. Da ist super enge Kurve. Oh Gott, oh Gott. Übersteuern bekommen, aber schon gut. Ich habe die schwierige Stelle schon sowieso hinter mir. Wow! Na, und hier cuttet sie und sie nimmt eine Pylone mit. Über die Pylone gefahren am Ziel, aber egal. Die Zeit liegt 38,58. Also das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders schnell, wenn man bedenkt, dass ich da unten den Motor abgewürgt habe, dann einen Rückwärtsgang reingemacht habe, dann rum und ach, sie hat gewonnen. 15 Sekunden Unterschied. Sogar mit so einem Gewicht habe ich dich geschlagen. 38,58. Aber Cindy, du hast eine Pylone mitgenommen. Das hat nichts zu tun. Und du hast sie total gecuttet. Da darfst du auch. Das steht keine richtige Spur. Du kannst sie zwischen die Pylone. Den Spuren nach. Wie jetzt? Ja. Dann bist du dumm dann, sorry. Glückwunsch. Ich habe gewonnen. Bist du ganz toll gefahren. Ja, finde ich hier auch. Dein Handy. Nicht verbrennt. Weiter geht's. Bis jetzt zeigt der rund 74.000 Euro teure Discovery keine Schwächen. Trotzdem gilt, für einen Land Rover gibt's 4 Dacias. Jeweils mit Diesel und Allrad. Dafür hat sich der Rumäne mehr als wacker geschlagen. Und richtig krass wird's erst morgen. Mal schauen, wie die beiden SUVs im absoluten Härtetest abschneiden. Cindy und Matthias schlagen ihr Nachtlager auf. Was, Cindy? Oh, ich liebe Offroad, das ist super. Tagesetappe geschafft? Ja. Bock auf ein bisschen Offroad-Romantik?
Oh la la, was kommt Feuer. Jetzt? Feuer. Oh, schön. Was sagst du zu meinem Feuer, Cindy? Ha? Ist das nicht schön? Das ist sehr romantisch. Was sagst du denn jetzt? Wer war jetzt heute der Bessere? Also ich denke, heute war ich ein Stück besser als du, weil ich einfach den Parcours schneller gefahren bin als du. Und das ist schon irgendwie... Du bist den Parcours schneller gefahren und ich bin den Rest der Strecke schneller gefahren. Wie wenn jetzt? Du dich mal ganz kurz erinnerst, als du dich da ganz am Anfang verheddert hast, da hast du eine Viertelstunde gebraucht, bis du wieder da warst. Wie eine Viertelstunde? Du bist so eine Lüge. Der ist unglaublich. Fest steht, Matthias ist mit dem Dacia einmal stecken geblieben, Cindy im Land Rover ebenso. Beim Rennen hat's Matthias vermasselt. Da wäre mehr drin gewesen. So gewinnt der Discovery die erste Etappe. Wir machen einen Deal. Du warst heute die Bessere und dein Auto, aber dafür machst du jetzt Erbsensuppe. Nein, eben. Das ist eben. Wenn ich dann die Beste bin, dann muss ich nichts machen. Ich bin die Königin. Und die Königin braucht saubere Schuhe. Schön putzen, Matthias. Noch mehr demütigen kannst du mich nicht, ne, Cindy? Ja, so hätte ich nicht gedacht, dass ich das einmal erreiche. Halb so wild. Am nächsten Tag sieht alles anders aus. Es hat weiter geschneit. 50 Offroad-Kilometer stehen heute auf dem Programm. Das war hart gestern, ne? Aber es geht ja noch viel härter. Denn in der polnischen Wildnis führen nicht alle Wege zum Ziel. Na, Cindy. Das sieht so aus, als müssten wir hier durch den Fluss. Nein, wirklich jetzt? Ja, das geht nicht anders. Der Weg geht in den Fluss rein. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich mit einem Duster durch den Fluss fahren kann, ja? Der Duster darf 35 cm ins Wasser eintauchen. Geht's tiefer, kann der Motor Schaden nehmen. Dann ist die Reise zu Ende. Wie geil! Wir fahren durch einen Fluss? Werden die beiden SUVs hier durchkommen? Alter, so sieht's hier so ein bisschen aus. Wieso fahre ich eigentlich vor? Das fragen wir uns auch. Denn der Landy darf doppelt so tief ins Wasser. 70 cm. So go, Matthias. Du verpflegst mich. Der Fluss wird immer tiefer. Ist hier Schluss für den Duster? Muss Matthias aufgeben? Weißt du, was das Blöde ist? Was? Weißt du, was das Blöde ist? Was? Ich könnte jetzt zwar sehen, wie tief es da vorne ist, aber dadurch, dass wir durch den Fluss fahren, wird das Wasser dreckig und ich kann nicht mehr auf den Boden gucken. Und jetzt wird's wirklich ungemütlich. Der Dacia hält durch. Geschafft. Cindy, das würdest du ja im Traum nicht denken, ne? Dass, wenn du so ein Auto neu kaufst. Dass du das mit diesen Autos machen könntest, was wir gerade gemacht haben, oder? Genau das habe ich mich gedacht. Also unglaublich, was die Autos können. Das ist echt cool und es macht mega Spaß. Die Frage ist, wie lange noch? Denn das Gelände wird immer härter. Kommt der Dacia jetzt an seine Grenzen? Matthias nimmt keine Rücksicht und quetscht alles aus dem Duster raus. So fährt man Offroad, Leute. Mit dem Duster. Hat der Land Rover hier auch Probleme? Nee, hat er nicht. Irgendwie, das tut mir schon ein bisschen weh für das Auto, für die beiden Autos. Weil die Autos springen überall und fahren durch diese Welle, diese Löcher. Was man wirklich sagen muss, ist, dass es hier immer heftiger wird. A, was das Gelände anbetrifft, B, was die Temperaturen angeht. Und deswegen passen wir auf, dass nichts passiert. Du musst halt gucken, dass du hier heile wieder rauskommst. Doch davor liegt ein weiter und steiler Weg. Oh. Das nächste Hindernis, eine extreme Steigung mit tiefen Spurrillen. Ei. Komm, Dusty, komm. Come on! Leider nicht. Nächster Versuch. Das Problem ist, dass der Dusty ein bisschen zu wenig Bodenfreiheit hat, glaube ich. Klappt's beim zweiten Anlauf? Kurz bevor es steil geworden ist, habe ich dann Vollgas gegeben. Und dachte, okay, irgendwie schaffe ich es vielleicht. Und habe es dann zweimal probiert und es gab einfach keinen Vortrieb mehr. Ich habe die Lenkung gedreht, wie es nur ging. Die Räder haben keinen Grip gefunden, nirgendwo. Dieser Hang ist zu viel. Für den Dacia geht hier nichts mehr.
Unser Teamwagen zieht den SUV nach oben. In der Zwischenzeit kann ich mich wieder schminken, ne? Was meint ihr? Ich bin entgeltet und meine Nase ist rot. Da muss ich immer wieder ein bisschen Farbe auf meine Nase machen, dass ich nicht wie ein St. Nikolaus aussehe. So viel Zeit muss sein. Matthias hat die Steigung doch noch gepackt, am Haken eines Offroaders. Bahn frei für Cindy. Tja. Der permanente Allradantrieb verteilt die Kraft je nach Bedarf an die Räder. Reicht das für den Steilhang? Gas, 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 Gas! Unglaublich. Geschafft. Yes! Ich bin so stolz auf mein Baby. Mit Tempo geht's weiter durchs polnische Outback Richtung Zwischenstation. Je höher die SUVs klettern, desto mehr Schnee liegt. Okay. So, hier, da liegt eine Aufgabe. Ja, ja klar, Beschleunigungsrennen. Fahrt auf lösem Untergrund nebeneinander los. Wer das Ziel als erste durchfährt, gewinnt. Okay. Ja, aber hier auf Schnee ist schon etwas anderes, ne? Für mich nicht. Du bist der Profi. Wer beschleunigt schneller auf 800 Metern? Wer kommt besser auf der Schneedecke zurecht? Beschleunigungsrennen kann ich jetzt ganz schwierig sagen. Eigentlich müsste ich da zumindest am Anfang einen leichten Vorteil haben, weil ich natürlich meine Masse viel besser in Schwung bringe. Mein Auto wiegt so viel, da bin ich wirklich schwer. Die Frage ist, wie lange kann ich mit meinen 109 PS vorne bleiben? Aber schon bis ich die Gaspedale nach unten drücke und dass das Auto überhaupt reagiert. Der Matthias mit seiner Kupplung, erster Gang ist schon 50 Meter weg von mir. 3, 2, 1, los! Oh, 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 ganz, 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 ganz knapp, ganz eng. Go, 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 go! Ich überrolle ihn. Come on, baby. Come on, was ist los? Das glaube ich nicht! Ich glaube es nicht! Yes! Oh, Druckbremse, es hat gepasst! Ah, ich raste aus! Ah! Ah! Mann! Der Dacia hat sich gut geschlagen und verloren. Du hattest richtig eingeschätzt. Glückwunsch. Sei nicht so sauer, du kannst nichts dafür. Ich bin trotzdem sauer. Ich bin trotzdem sauer, auch wenn ich nichts dafür kann. Aber beim Start warst du schon weg. Dann habe ich gedacht, oh, das beginnt falsch schon für mich. Naja, aber dann kam er. Ne? Dann kam der und ich hätte nicht gedacht, auf so eine kleinere Distanz, dass ich das schaffe. So. Die Sonne geht unter. Natürlich. Wo geht's lang? Da, da, da oder da? Weiter geht's Richtung Zivilisation. Und erst mal 10 Kilometer durch den Schnee. Dann die nächste Herausforderung für die beiden SUVs. Eine extrem matschige Mulde. So, Cindy, wir sind jetzt hier an einer kleinen Spezialstelle, sage ich jetzt mal. Ja, und wir müssen jetzt von dem einen Berg auf den anderen. Und unten ist ja immer Wasser, ne? Und damit es auch gerecht bleibt, fährst du jetzt mal vor. Und ich guck mir an, was du machst, okay? Okay, also dann will ich erst. Vielleicht ist es doch besser, weil die Spur noch frisch ist für mich. Cindys ausgeklügelter Plan, mit 256 PS einfach Gas geben. Läuft. Das hat so viel Kraft, das Auto. Das ist brutal, einfach brutal. Du hast dein Kennzeichen verloren. Also der Kennzeichen ist mir egal. Zum Glück ist nur der Kennzeichen. Wer braucht in der Wildnis schon Kennzeichen? Wir haben da was verloren. Weiter geht's. Doch plötzlich. Scheiße! Cindy hat sich festgefahren. In eine blöde Stelle, die ganz einfach ist, bleibe ich jetzt stehen. Das kann doch nicht sein. Ob sie da rauskommt? Come on! Cindy ist genervt. Sieht nicht gut aus. In so eine dumme Stelle. Hast du dich festgefahren, Cindy? Habe ich mich noch nicht ganz. Ich gebe noch nicht ganz auf. Okay, dann fahr bitte weiter, wenn du dich nicht festgefahren hast. Oh, hör auf mit deinem blöden Spruch, du Matthias.
Cindy gibt nicht auf. Und Matthias? Der zeigt jetzt, wie es richtig geht. Nämlich so. Autsch! Aber nichts passiert. Der Dacia ist robust und heil geblieben. Wo Cindy feststeckt, fährt Matthias jetzt einfach vorbei. So, und schon haben wir Frau Allemann überholt. Das nervt. Ah, so mag ich das. Der Duster hat's geschafft. Diesmal muss der Landy vom Teamfahrzeug rausgeholt werden. 100 Kilometer durch die polnische Wildnis. Beide SUVs haben im Gelände deutlich mehr drauf als gedacht. Zeit für die Endabrechnung. Cindy, wir haben's geschafft! Jawohl! So eine krasse Reise haben wir gemacht. Das war richtig cool. So, wer hat sich jetzt besser geschlagen? Ich finde ja, der Duster ist definitiv der Sieger der Herzen. Das stimmt. Das stimmt. Komm, wo der sich überall durchgewühlt hat, das ist unglaublich. Dieses kleine Ding hat sich wirklich gut durchgeschlagen. Du hast mich wirklich überrascht. Aber trotzdem, die Favoriten überall waren einfach diese, bei allen Disziplinen einfach. Ja? Deswegen bin ich eigentlich die Siegerin. Ja. Oder? Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Für den Verlierer heißt es jetzt putzen. Und das kann dauern.